Wir begrüßen euch heute mit einem ganz süßen Guten Morgen Channel 21. Heute ist nämlich der ganz berühmte Kaffee-Eistag. Und da haben sich die liebe Daniela und ich gedacht, was könnten wir da besser unserem Gast heute servieren als einen leckeren Eiskaffee? Und den machen wir doch jetzt mal direkt, genau, oder? Ich schon die Sahne. Ohne Sahne geht natürlich nichts. Ohne Sahne geht überhaupt gar nichts. Jetzt holen wir uns hier mal dieses leckere Kaffee-Eis. Genau, du machst schon mal ein bisschen Eis rein. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal einen Eiskaffee getrunken? Ihr könnt uns auch gerne mal, wir machen das jetzt so wirklich ganz aus dem Storno, wollte ich schon sagen, ganz spontan, hier einfach mal heute so zusammen. Habt ihr auch ein perfektes Kaffee-Eis oder wirklich Eiskaffee-Rezept? Dann schreibt das doch gerne mal drunter. Was meinst du, so eine Kugel? Ja, das reicht oder, erstmal. Ja, ne? Eine genau. Kugel. Wir hatten ja letztes Mal auch, letztes oder vorletztes Mal haben wir ja den total leckeren Eierlikör verlost. Den hätten wir jetzt eigentlich auch noch mal drüber machen können. Stell mal das hier vorne hin, damit man das dann auch sieht. Hier unsere leckeren Schmierereien. So, genau das nächste. Ich hoffe mal, dass unser heutiger Gast bzw. unsere Gästin, die gleich kommt, auch so einen leckeren Eiskaffee mag. Aber ich denke schon. Trinkst du das tatsächlich öfter, Daniela, mal so einen Eiskaffee? Ach, tatsächlich eher selten. Ich trinke total gerne Kaffee. Ich liebe auch Süßes, aber ich versuche mich immer ein bisschen zurückzuhalten. Oh. Und, ja, das ist aber jetzt, Luisa. Jetzt zur Feier des Tages darf auch mal morgens ein Eiskaffee sein. Ja, oder? Also ich finde, das riecht schon fantastisch. Jetzt komme ich aber auch mit der Sahne, ne? Du kommst mit der Sahne, genau. Und wenn ich dann... Geht das? Keine Kraft mehr. Das ist hier, ne? Live-Fernsehen. So. Liebe Damen zu Hause, so ist das hier halt. Oh, das kenne ich noch hier von, ich wollte schon sagen, wie heißt das denn? Nicht Frühstück... Schokolade zum Frühstück. Wie hieß das mit Bridget Jones, Daniela? Hilf mir. Die hatte ich bin nicht ein Filmegucker. Wie hieß das denn? Die hatte auch immer, wenn sie schlechte Laune und Liebeskummer hat, ne, dann auch immer schön die Schlagsahne direkt in den Mund rein. Ne? Manchmal braucht man ja einen Löffel Nutella, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Guck mal, wir machen für euch noch so ein paar Herzen drauf. Ach, ist das schön. Ach, guck mal, das ist ja süß, ne? Guck mal, wir können einen Eiskaffee eröffnen. Wir können nicht nur Guten Morgen Channel 21, hier gibt es natürlich auch was Süßes für unsere Damen und unsere Herren zu Hause. Ach, hast du ja schon. Guck mal, so schön bunt. Hier, du musst jetzt auch einmal probieren, ne? Ja, Prost, so, ne? Prost, auf eine schöne Sendung mit euch zu Hause. Oh, super lecker, ne? Finde ich auch. Also, könnt ihr auf jeden Fall auch mal zu Hause probieren. Ich schleiche jetzt hier rüber. Streife mir gleich meine schönen schwarzen Latex-Handschuhe ab, weil ich jetzt nämlich zu meinem ersten Gast heute komme. Und sie hat tatsächlich aus, ich würde nicht sagen einer Krankheit, aber aus etwas, was sie beschäftigt hat mit der Kosmetik, weil eben sie immer Schmerzen hatte, was die Kosmetik anging im Bereich der Augen. Und was sie daraus gemacht hat und was ihr Erfolgsrezept ist, das erzählt uns Nushin heute selber. Komm her, du Liebe, komm rein. Guten Morgen. Hallo. Na, wie geht es dir? Gut, vielen Dank. Ja? Hallo. Ach so, guck mal hier. Daniela, ach so, Daniela ist doch da beschäftigt. Ich hole dir jetzt erstmal auch noch hier einen Eiskaffee. Guck mal. Daniela, hattest du, der ist frei noch, ne? Der ist frei. Ich muss ja meinen Schreibtisch jetzt auch wieder zum Schreibtisch machen. Guck und nicht mal, zur Kaffeebar. Oh, super. Genau. Du bist ja hier, guck mal, bekommst du natürlich auch unseren leckeren Eiskaffee zum Kaffee-Eistag, ne? Sagen. Ach, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Wir haben beschlossen, dadurch, dass ich ja immer sage, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt hier ein kleines Sparschwein und ich wollte gerade sagen, muss ich da jetzt einen Euro reintun? Wir sind schon bei 7 Euro und am Ende des Jahres werden wir dann diese Summe spenden für einen guten Zweck. Holger sagt, wir gehen davon ein Trinken. Nein, natürlich spenden wir das. So, Nushin, jetzt kommen wir aber zurück zu dir. Was hast du tatsächlich ins Leben gerufen, erfunden und wie bist du darauf gekommen? Also das ist ein 2-in-1-Wachstumsserum für Wimpern und Augenbrauen zugleich. Und darauf bin ich gekommen durch Zufall. Und zwar war ich... vor einigen Jahren hatte ich eine ganz starke Augenlidentzündung. Mhm. Und diese Augenlidentzündung war
ja, dermaßen fortgeschritten, dass meine Augenlider komplett angeschwollen waren, eitrig waren und ich meine ganzen Wimpern komplett verloren habe. Also ich hatte kein einzelnes Härchen mehr. Ich sah aus wirklich wie eine Chemopatientin und ja, bin von Arzt zu Arzt gerannt, vom Augenarzt, Dermatologen, alles Mögliche. Und jeder wusste nicht weiter. Also die Ärzte haben dann irgendwann mal gesagt, ja, dass es wahrscheinlich stressbedingt ist. Hm. Viele haben ja diese Art kreisrunde Haarausfall. Ja. Und das könnte halt eben so etwas sein, was eben halt mein Auge genau betroffen hat. Und ja, und es gab halt kein Mittel dazu, kein Präparat, was ich benutzen konnte, um eben mein Problem halt zu lösen. Und dann fing ich halt eben an zu recherchieren und zu gucken, was kann ich halt eben selbst machen, Pflanzliches machen. Und um halt eben, ja, diese Entzündung halt eben zu hemmen und den Wachstum meiner Haarfollikel wieder anzuregen. Und ja, da habe ich mir halt einfach selbst was zusammengestellt und habe das eine gewisse Zeit getestet, so über 5-6 Monate hinweg. Und tatsächlich war es effektiv. Meine Haarfollikel sind wieder ja, gewachsen und meine Wimpern sahen so über den Zeit hinweg wieder aus wie normal, teilweise sogar noch viel besser als vorher. Und ich finde das total sensationell. Ich muss dich da einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, ihr auch zu Hause, ihr kennt das. Also wir Frauen kennen das eigentlich alle. Ich habe früher auch meine Mascara benutzt tatsächlich, wo ich dann auch rote Augen gekriegt habe, wo ich Jucken bekommen habe. Jetzt muss man sagen, ich bin irgendwann ein kleiner Suchti geworden nach Fake Lashes und bin ja auch bekennender Kleber inzwischen. Also kann quasi nicht mehr ohne leben. Durch Corona aber konnte ich ja auch nicht mehr ins Lashes-Studio gehen und bin dann auch auf ein Serum umgestiegen. Und das ist also, ja moin, guten Morgen, das ist unser Mike. Der macht bei uns immer, ist unser Regisseur für alle unsere Trailer, die gedreht werden. Okay. Ne? Und wenn wir so kleine Beiträge machen, dann steht Mike immer da und sagt uns, was wir zu tun haben. Du bist so süß, lass ihn dir schmecken. Genau, und da muss man sagen, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, was viele Frauen nachvollziehen können. Und ich finde es sensationell, dass Nushin sich wirklich hingesetzt hat. Und du hast wirklich, muss man vorstellen, wie so eine Dame in so einer kleinen Kräuterküche, hast du das echt für dich selber zusammengemischt. Und probiert an dir selber, oder? Ja, ich hatte wirklich keine andere Wahl. Ich war super verzweifelt, wollte halt irgendetwas machen, weil das sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, du kannst dir das bestimmt vorstellen als Frau, gar keine Wimpern nicht zu haben. Ne? Du kannst dich nicht vernünftig schminken. Meine Augenlider waren permanent angeschwollen. Und das hat mich extrem belastet. Ja, natürlich. Und ja, und dann war das halt dann so, dass ich dann halt von Freunden, Familie, Bekannten, die mich halt eben kannten, angesprochen worden bin, was ich gemacht hätte. Und dass das super ist und die wollen das auch gerne mal testen. Ja, und dann hat das eine zum anderen geführt. Und dann habe ich dann mir einen Hersteller gesucht und haben dann halt die Rezeptur angepasst, um es halt, ja, nach der EU-Kosmetikverordnung vermarkten zu dürfen, damit es auch wirklich ein kosmetisches Präparat ist und kein medizinisches. Ja, also ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, dass ihr jetzt zu Hause euch einfach hinsetzt und kippt da ein paar Sachen zusammen und dann bringt ihr das hier bei uns beim Channel auf den Markt. So einfach ist es dann nicht. Da muss man schon tatsächlich auch ein paar Richtlinien und auch ein paar Zertifizierungen durchlaufen, muss man schon sagen. Absolut, ne? Absolut, ja. Also ich muss sagen, meine Mama ist schon seit 50 Jahren in der Kosmetikindustrie, also ich bin da schon ein bisschen mit groß geworden und ja, meine Tante Heilpraktikerin und das hat mir halt alles so ein bisschen geholfen in der Hinsicht und ja. Jetzt bist du hier und jetzt hast du dein Produkt mitgebracht und ich finde es großartig, dass du nämlich gesagt hast, für euch zu Hause bringt die Nushin zweimal ihr Serum zum Probieren mit, beziehungsweise zum Gewinnen. Alles, was ihr jetzt heute machen müsst, ist quasi, fände ich ganz süß, dass ihr einfach natürlich unser Video wieder liked hier mit einem kleinen Herzchen und unten drunter entweder, es gibt ja dieses süße Emoji mit Augen und so Wimpern dran, einfach unten drunter postet, ja, das mit einem kleinen Herz, genau, dass wir so ein Wimpern- oder Augenpärchen mit einem Herz, dann wissen wir, ihr wollt das Serum nach Hause bekommen und dann eine
losen wir euch natürlich nächste Woche wieder auf, aus, wenn ihr gewonnen habt. Finde ich gut, oder? Ja. Aber natürlich auch, wenn ihr vielleicht auch schon mal Erfahrungen mit einem Serum gemacht habt oder mit Lashes, dann kommentiert das bitte auch ganz fleißig jetzt. Und dann ist Daniela nämlich für euch wieder da. Daniela hat jetzt auch ihren Arbeitsplatz wieder hergestellt und hat meinen großen Kaffeefleck noch weggewischt, um den Laptop wieder anzuschmeißen. Die ist natürlich für euch da und guckt schon mal eifrig, was ihr kommentiert. Daniela, wie sieht es bei dir eigentlich aus mit den Wimpern? Was machst du? Ja, ich bin auch so ein bisschen aber selbstverschuldete Leidensgenossin, glaube ich. Also welche Frau mag keinen schönen Wimpernaufschlag? Und so habe ich mir nämlich auch mal Lashes kleben lassen. Und eine Zeit lang ging das auch gut. Und dann habe ich so eine Allergie bekommen und habe tatsächlich angefangen, weil das so doll gejuckt hat, mir fast die Wimpern so rauszuziehen einzeln. Ja. Und ja, seitdem suche ich quasi eine Alternative. Ich muss aber zugeben, ich traue mich nicht so richtig. Weil wenn man einmal diese Allergie hatte und gemerkt hat, wie das juckt und was das auch, wie das hinterher aussieht, wenn man sich die ganzen Wimpern da rausreißt. Deshalb finde ich das total interessant und würde dich tatsächlich gerne fragen, ob ich deins bedenkenlos benutzen kann, wenn ich weiß, ich hatte schon mal eine Allergie. Also sicherlich hast du auf das Klebstoff reagiert. Das ist ja bei uns natürlich ein ganz anderes Produkt, kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber es eignet sich super für eben auch Kundinnen, also Konsumenten, die eben halt Wimpern-Extensions gerne anwenden an sich, auch über Jahre hinweg. Und also wir verkaufen das auch an Lasher Extension Studios. Da wird das als Pflegemittel verkauft, weil ja eben die natürlichen Wimpern durch das ständige Kleben und Auffüllen, auch ausfallen, ich kenne das auch, extrem belastet werden. Mhm. Also teilweise genauso fast wie bei mir damals, komplett lückenhaft oder sehr kurz und brüchig. Und dafür ist das halt super geeignet als so zusätzliche Pflege, dass man da wirklich immer wieder eine Basis hat, wo man auch als Experte vernünftig arbeiten kann und auch für einen selbst, dass die Wimpern nicht über den Zeit hinweg sehr beansprucht werden, über diese Methode genau. Macht ja auch Sinn, denn wir pflegen unsere Haare. Warum sollen wir unsere Wimpern nicht pflegen? Warum sollen wir nicht unsere Haare am Auge auch pflegen? Genau. Und wir haben uns nämlich überlegt, weil wir ja auch ganz tolle Produkte in-house haben oder im Haus, nämlich eine tolle Mascara. Es ist ja, wenn ihr zum Beispiel auch sagt, nicht wie ich, die geklebte Wimpern hat, also dauerhaft geklebte Wimpern, sondern ihr benutzt Mascara, auch dann kann man das natürlich super in einer Kombination verwenden, oder? Man trägt das Serum auf und halt sonst das ganz normale Mascara. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen auf dein Paket nochmal von uns die super schöne Ricarda M Mascara, weil die finde ich, ich bin ein großer Fan davon. Hier ist die, oh, jetzt warte mal, ich nehme mal das nochmal für euch zum Zeigen. Da habt ihr ja bei der Mascara vorne noch einen Spiegel. Guck mal, jetzt seht ihr euch selber fast. Und das finde ich auch ganz toll. Ich nehme es einmal weg, liebe Kamera, und gehe einmal hier. Coco, guck dir das mal an. Wenn man nämlich hier die Mascara aufdreht, seht ihr das schon? Guck mal, geht mal ganz nah an diesen Drehknauf. Da sieht man nämlich hier drin schon, was da passiert bei unserer Mascara. Yeah! Da seht ihr schon, da geht die Lightshow an. Ja, da war richtig Disco, Wimperndisco. Ey, was, wie geil ist das denn? Ne? Wir haben hier eine Wimperntusche bei uns mit Licht. Mit Licht, schaut euch das mal an. Also ich finde tatsächlich, das ist echt ein super cooles Produkt. Habe ich selber früher auch immer benutzt, bevor ich geklebt habe. Na Coco, okay, bei dir braucht man nicht so viel. Du bist einfach naturschön, unser lieber Hund. Aber hier diese Mascara gibt es noch mal einmal oben drauf. Da könnt ihr natürlich auch gucken, die gibt es natürlich auch bei uns im Onlineshop bei Channel 21. Die ist einfach cool, Daniela, oder? Total cool. Ich finde ja Wimpern schminken total lästig. Irgendwie, das dauert immer so lange. Deshalb hätte ich das auch gern mit den Extensions gemacht. Aber wenn man so eine kleine Lightshow noch dabei hat, dann... Ich wollte gerade sagen, ne, das ist sogar noch entertaining. Auf jeden Fall. Wie? Habe ich schon wieder gesagt, ich wollte gerade sagen. Oh, Luisa, das wird teuer für dich, du bist zum Ende des Jahres. Oh, okay, 2 Euro, alles klar. Ihr führt Strichliste, ne? Ich merke das schon, da wird alles aufgeschrieben. Kein Papier mehr, ja, Papier schon alle. Wir haben das auch, es ist leider immer so, wenn du irgendwie, hast du auch so ein Wort, was du immer wieder benutzt, was du versuchst, dir abzugewöhnen, aber was immer wieder kommt? Ja, und oftmals ist es so, dass sich das auch wechselt. Ne? Du hast eine Zeit lang ein bestimmtes Wort und dann ist das erstmal weg und dann wieder ein anderes, oder? Ja, ja, bei mir ist das jetzt auch erst seit kurzem. Ich bin ja schon seit 5 Jahren hier bei dem Sender, da war das irgendwie noch nicht da.
Es hat sich so eingeschlichen. Bei mir ist ja noch nicht mal ein Wort, sind ja drei auch noch, ne, die immer in Kombi kommen. Naja, ich wollte euch übrigens nur mal erzählen, jetzt habe ich dran gedacht, heute habe ich nämlich extra die Bluse von Sarah Kern angezogen. Die ist nämlich heute, haben wir ganz viele tolle Sarah Kern Produkte wieder. Und ich habe die heute mal so gestylt. Wir hatten ja gestern die Steffi Sieverding, eine ganz tolle Modedesignerin hier. Und die hat gesagt, Luisa, wenn du die Bluse anziehst, sie fand nämlich, das war so ihr Lieblingsteil der Sarah Kern Kollektion, dann trag die doch mal so lässig vorne geknotet. Mit so einem Stiefel, ne? Hinten ein bisschen länger. Ich wollte nur noch mal sagen, Steffi, ich habe es hier wahrgemacht. Ne? Ich habe deinen Stil heute angewandt. Okay, 50 Cent höre ich gerade von der Regie. Es war ein bisschen, ich wollte mal sagen. Also, ne, nur als kleine Stilanregung fand ich echt cool. Gestern unsere Modedesignerin Steffi sagte, ich finde die Bluse toll. Trag die doch mal so, Luisa. Und ich wollte nur euch mitteilen, dass ich daran gedacht habe. Du Liebe, jetzt aber zurück zu deinem Serum. Wie ist das, wann bist du damit an den Start gegangen? Wie lange bist du schon im Markt und worüber vertreibst du es sonst? Kann man es über Internet bestellen? Mhm. Gibt es das in Stores? In denen du hast gesagt, du arbeitest auch mit Lashes Studios zusammen. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Also das Produkt vertreiben wir jetzt seit 2015. Mhm. Wir haben einen eigenen Online-Shop. Und haben eben auch Kosmetikstudios oder Lash Extension Studios, die bei uns ordern als Wiederverkäufer. Ja. Und ja, seit ungefähr einem Jahr sind wir auch im Einzelhandel, Parfümerien deutschlandweit und in Österreich jetzt vor kurzem vertreten auch. Ach cool. Einigen Studios, und ich darf, genau. Darf ich einmal reingucken? Ja, klar. Genau. Was hat das, wie teuer ist so ein Serum, wenn ich das sonst kaufe? Also wenn ich sage, ich bestelle das, ihr könnt es ja heute gewinnen, ne? Zweimal verlosen wir das ja mit unserer Mascara zusammen. Wie teuer ist es sonst auf dem Markt, das Serum? 69 Euro VK-Preis, genau. Ja, aber ich glaube, da bist du auch in der Range. Es gibt viele, die sind noch teurer. Also bist du wirklich mit einem guten Preis dabei, ne? Absolut. Wenn man jetzt bedenkt, dass das wirklich ein 2-in-1 Serum ist, das heißt, mit einem Produkt kann man Wimpern und Augenbrauen zugleich anwenden. Ach, also, Augenbrauen geht auch? Genau. Ach, das ist allerdings geil. Ist das bei den Augenbrauen ist das so. Also ich muss auch dazu sagen, das ist das erste Serum, was eben ein 2-in-1 ist. Also es gab immer sonst von anderen Mitbewerbern, ne? Entweder entweder Wimpern oder nur Augenbrauen. Und so hat man ein Produkt für beides. Perfekt. Also man wir kommt beim Channel bieten euch Lösungen für alles. Sogar für Eiskaffee. Schmeckt, ne, Daniela, hast du mal getrunken? Richtig gut. Ich habe schon die ganze Zeit das Kaffeeeis rausgelöffelt. Heute ist nämlich Kaffeeeistag, liebe Leute zu Hause. Ne? Also mal schön heute wieder ein Kaffeeeis gönnen. Heute geht's. Morgen auch. Eigentlich jeden Tag. Eigentlich jeden Tag. Immer, ne? Genau. Wie oft muss ich das denn anwenden? Morgens, also, abends? Genau. Also man sollte es auf jeden Fall einmal am Tag angewendet haben. Es gibt auch Kundinnen, die sagen, ich mache es zweimal. Hm. Kann man, aber es ist jetzt nicht so, dass man zwei oder dreimal es anwendet, dass es halt effektiver wird. Dadurch. Es kann sogar sein, dass man dadurch die Augen halt eben reizt. Einmal mindestens und das über 2 Monate hinweg. Und dann hat man eigentlich schon so nach spätestens 3 bis 4 Wochen die ersten Ergebnisse bei den Wimpern. Bei den Augenbrauen ist das allerdings so, dass dass das Ergebnis so erst ab 8 Wochen sichtbar ist, weil eben der Wachstumszyklus der Haarfollikel, die Augenbrauen haben einen anderen Wachstumszyklus eben als die der Augenbrauen. Die sind deutlich langsamer als die der Wimpern, deswegen ist der Effekt erst später ersichtlich, aber dafür auch viel länger erhalten. Perfekt. Ja. Mensch. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Also ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Ich trage das noch einmal schnell für euch auf, zeige, wie das geht. Ne? Und ihr, guck mal, darf ich das hier einmal jetzt so aufmachen? Genau. Das ist natürlich gut verschlossen, ne? Damit ihr auch... Soll ich dir helfen, guck mal, ich kriege das hin. Ich schaffe es irgendwann. Nächste Woche bin ich fertig. Nein, das ist natürlich gut verschlossen, damit ihr auch zu Hause natürlich seht, dass da noch keiner dran war, dass ihr ein ganz, ganz neues Produkt bekommt. Eins habe ich schon gesagt, kaufe ich dir direkt ab und probiere das natürlich auch mal aus. Weil bei mir fallen natürlich auch die Wimpern nach und nach durch eben meine Fake Lashes oder werden halt immer weniger. Mhm. Hier seht ihr nochmal, das ist das. Das ist quasi auch genau eins und dasselbe für quasi Augenbrauen und für die Wimpern. Genau. Und dann nehmt ihr das einfach raus. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das schaffe. Das sind ja immer so ganz dünne Pinsel, ne? Genau, richtig. So sieht das aus. Schaut mal, so ganz, ganz dünne filigrane Pinsel. Und ich guck mich jetzt mal selber an im Fernsehen.
Und dann tragt die das oben, oh Gott. Genau, eigentlich an der Haarwurzel. Ja, genau. Man muss auch gleich nur einmal und dann ist auch schon fertig. Oder? Die wachsen schon, oder? Die Regie sagt schon viel länger. Ihr Süßen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich wollte gerade sagen, also wir waren ja hier heute fast wie bei, oh, noch ein Euro. Das ist ja hier heute fast wie bei Höhle der Löwen gewesen. Ja, da haben wir hier mit dir fast eine Erfinderin da gehabt. Ne? Eines Produktes finde ich total interessant. Ich finde es immer toll, wenn Menschen oder Daniela selber ein Produkt sich ausdenken und selbst kreieren. Und insofern, ich sage ganz lieben Dank. Möchtest du heute mal unseren Abschiedsgruß an unsere Kunden, unseren Gruß zum Sonntag? Ja, ich wollte sowieso noch mal ganz liebe Grüße senden an unsere treuen Zuschauer. Weil, Luisa, wir haben ja wirklich ein paar Mädels, die immer zuschauen. Und das finden wir so lieb. Und wir freuen uns auch ganz doll darüber. Die grüßen wir jetzt mal ganz besonders. Liebe Gisela, Angelika, wer ist noch? Andrea, wen haben wir noch alles, Mensch? Ach, da sind so viele dabei. Aber unsere Mädels, das ist wirklich immer ganz toll. Die sind auch morgens um 8 immer sofort dabei. Ich stehe immer früh vor uns auf. Ich hab schon wieder gesagt. Ich schmeiß jetzt 4 Euro in den Klingelbeutel. Ich habe es da jetzt auch, direkt geht es jetzt ab zur Kirche. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Was machst du jetzt noch? Weiß ich noch nicht. Du guckst ich jetzt bin mal, frei, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, du musst das jetzt hier erstmal verarbeiten, was hier alles passiert ist. Oh, gemein. Ich bin heute gerade fertig. Daniela, ich bin ganz traurig. Ich möchte es nicht noch mal sagen heute. Mach du die Verabschiedung, ihr Lieben. Ich zahle jetzt 5 Euro in Sparschwein. Genau, ich sorge dafür, und gehe jetzt in den Sonntag. Und besorge uns die 5 Euro. Ihr Lieben, ein schönes Wochenende euch. Bis nächsten Sonntag und vor allem Samstag natürlich auch 8 Uhr hier bei Guten Morgen Channel 21. Bis dann, ciao. Danke, dass du da bist.